Kinder stammen hier aus dem Kinderheim aus Gelsenkirchen. Da sind ungefähr, glaube ich, 25 Kinder. Ich glaube, von 5 bis die Ältesten sind, glaube ich, 15, 16. Und einfach mal einen kleinen Kochkurs mit denen gemacht und ein bisschen was vorbereitet für die Kids. Jeder hat eine Schürze bekommen. Sieht auch ganz cool aus, glaube ich. Haben hier drei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe macht Vorspeise, die zweite die Hauptspeise, die dritte die Nachspeise. Und die Kinder hatten, glaube ich, sehr viel Spaß. Das Essen schmeckt hervorragend, muss ich sagen. Haben sie sich sehr viel Mühe gegeben. Und jetzt gleich kommt das Dessert. Ich glaube, da freuen sich jetzt die meisten drauf. Und was hat dir bisher am besten geschmeckt? Der Nachtisch. Nachtisch? Ja, das mit den Ananas und mit den Fanta-Muffeln. Echt? Ja. Weil zu süß ist, ne? Ja. Und die Hauptspeise, wie hat sie dir gefallen? Vegan? Für dich vielleicht zum ersten Mal? Lecker, sehr lecker. Ja? Ja. Das ist schon mal gut. Was hat dir bisher am besten gefallen vom Essen? Der Nachtisch. Der Nachtisch auch? Ja. Warum? Ist schön süß. Weil er gut schmeckt. Ja? Jetzt sind ja eh gerade Ferien, vielleicht gerade für die Kinder, die nicht wegfahren können, dass sie einfach mal einen Tag mal woanders hinkommen. Sie können jetzt vielleicht gleich noch mit mir in der Arena ein bisschen rumlaufen, müssen vielleicht die Kabine anschauen, wo wir uns immer umziehen, den Spielertunnel sehen. Und wie gesagt, ich möchte den Kindern einfach einen schönen Tag bereiten. Ich hoffe, dass sie Spaß haben, dass sie, natürlich will ich ihnen auch ein bisschen mit auf den Weg geben, dass sie so früh wie möglich selbstständig werden, wo das Kochen eine große Rolle spielt, glaube ich, und die Ernährung. Und ich hoffe, dass ich da ein Stück weit den Kindern mit auf den Weg geben konnte.